In wenigen Tagen beginnt die neue Saison an der Talsperre Malta. In der letzten Dippoldiswalder Stadtratssitzung haben Sie, Herr Kaiser, den Geschäftsbericht für das Jahr 2013 vorgelegt. Wie hat sich denn die WTE entwickelt? Ja, ich denke, wir haben insgesamt eine positive Entwicklung in den letzten Jahren genommen. Es sind viele Investitionen getätigt worden, auch dank der Unterstützung der Stadt. Und wir haben unsere Kundenkreise insgesamt erweitern können. Wir hatten also mehr Kunden im Bereich der Freibäder, wir hatten mehr Kunden im Bereich des Durchgangscamping. Wir haben die Zahlen im Bereich Dauercamping stabilisieren können. Gegen alle Prognosen, wo es hieß, Dauercamping wird zurückgehen, das können wir nicht verzeichnen. Und das ist insgesamt eine recht positive Entwicklung. Haben Sie da etwas besonders richtig gemacht? Haben Sie da irgendwelche alten Kontakte gepflegt? Wie kommt es, dass Sie die Dauercamper halten können? Ja gut, das besonders richtig gemacht oder alte Kontakte, davon kann man jetzt nicht sprechen. Ich denke, das ist der guten Arbeit der ganzen Mitarbeiter zu verdanken, die sich hochgradig engagieren durch das gesamte Jahr. Und so wie wir uns präsentieren, so ist natürlich der Ruf der WTE und auch des Erholungsgebietes rings um die Talsperre Malta. Und ich denke, das hat uns die Punkte gebracht. Der Ich Erfolg wollte der mal ergänzen, wir hatten gestern eine Gesprächsrunde mit Mitarbeitern vom Ministerium für Wirtschaft und Arbeit in Dresden. Und da ist uns bescheinigt worden, dass wir in dieser Richtung, was Dauercamping betrifft, offensichtlich eine positive Ausnahme sind. Ringsrum geht eigentlich der Bestand an Dauercampern zurück. Und wir können das hier in Dippoldiswalde an der Maltertalsperre eigentlich halten. Also Sie als Oberbürgermeister müssten ja auch stolz auf die Leistung der Genau. WTE-Mitarbeiter sein, dass Sie Ja. das so hinbekommen haben. Ja, das ist sehr gut. Also seitdem wir Herrn Kaiser als Geschäftsführer haben, muss man sagen, hat sich eine sehr positive Entwicklung ergeben. Allerdings bestimmt auch mitbestimmt dadurch, dass wir einen Aufsichtsrat haben mit der Stadträtin Fröhlich an der Spitze, die sich da auch sehr engagiert einbringt. Und das ist ja auch so, dass die Stadt weniger an die WTE zuschießen muss als bisher. Ja, wir haben jahrelang eigentlich eine Steigerung in den Ausgaben drin gehabt, bis zuletzt 280.000 Euro im Jahr. Und das haben wir schon seit 2 Jahren, mindestens seit 2 Jahren reduziert. Es wird nur noch ein Zuschuss von 196.000 Euro gewährt. Und da kann der Herr Kaiser mal was dazu sagen. Trotzdem versteht es die WTE immer noch, eigene Mittel bereitzustellen, um gewisse Investitionen tätigen zu können. Da werden natürlich jetzt Kritiker wieder sagen, 196.000 ist auch noch eine Riesensumme, aber dieses Erholungswesen, was Sie da anbieten, das ist nun mal ein Zuschussgeschäft. Das wird wohl auch nicht anders werden, Herr Kaiser, oder? Ja, der entscheidende Zuschussbereich ist natürlich das Erlebnisbad an der Talsperre Malta. Das ist ja insgesamt bekannt, dass in dieser Branche Zuschüsse durch die Kommunen getätigt werden müssen, um die Bäder kostendeckend zu betreiben. Aber die Bereiche zum Beispiel wie Camping oder Ähnliches sind im positiven Bereich und das haben wir steigern können und dadurch natürlich die Stadt wesentlich entlastet. Wie geht's weiter? Im Jahr 2014 gibt es Neuigkeiten zu vermelden. Also, es wäre schön, wenn wir schon Neuigkeiten vermelden könnten. Auf eine warten wir seit längerer Zeit ganz dringend, nämlich die Frage, wie geht es mit dem Grundstück weiter? Da sind ja Rückübertragungsansprüche gestellt worden, die gerichtlich zurzeit geklärt werden. In der Hoffnung, dass wir Entsprechendes nachweisen können und ab Mitte des Jahres der Entscheid ist, dann können wir weiter in die Planung der Investitionen gehen können. Wir haben vor, im Erlebnisbadbereich insbesondere energetische Maßnahmen durchzuführen. Aber wir wollen und müssen auch Erweiterungen im Bereich Saunalandschaft durchführen, um in der stärker werdenden Konkurrenz oder der Mitbewerber uns auch weiter platzieren zu können. Ich denke, da müssen wir noch einiges tun. Es war ja zu lesen, dass Heinz stark investiert mit Freital und da müssen wir ein kleines bisschen versuchen mitzuhalten. Und Sie hatten mir auch was gesagt von einem neuen Status für die Region. Wie weit ist das in Arbeit? Da gab es also gestern eine Gesprächsrunde mit den Mitarbeitern vom Ministerium Wirtschaft und Arbeit und es steht also die Frage, dass der Erholungsortstatus, den Malta 1998 bestätigt bekommen hat, der ist innerhalb von 10 Jahren eigentlich zu erneuern.
Jetzt wird das geprüft und die Stadt kann bis Herbst sich entscheiden, ob sie den Antrag nochmal stellt zur Überprüfung oder darauf verzichtet. In der Gesprächsrunde gestern, wir haben ja versucht, die Poldeswalde selbst mit ins Boot zu bringen, wurde uns signalisiert, dass wohl eher eine Chance besteht, für den Standort Malder-Paulsdorf diesen Erholungsstatus zu behalten. Und da müssen wir rangehen. Dazu gehört aber auch ein Entwicklungskonzept, nicht unbedingt ein touristisches, aber ein Konzept, wie wir mit der Entwicklung der Ortslage um die Maltertalsperre herum weiterverfahren wollen. Also das liegt noch ein bisschen in der Ferne, da müssen wir noch Hausaufgaben machen, jedenfalls die Stadt. Ja. Und wenn wir schon das Thema WTE haben, Herr Kaiser, ganz kurz, wann geht's los mit der Saison? Was sind die Höhepunkte? Vielleicht 2, 3? Ja gut, okay, die Saison beginnt wie jedes Jahr in der 2. Maiwoche, werden die Bäder geöffnet. Das hängt natürlich stark von der Witterung ab. Wenn es so weitergeht, wie es jetzt ist, dann kann es sein, dass wir Anfang Mai öffnen müssen, weil die Temperaturen extrem hoch sind. Wir haben vieles vorbereitet für die neue Saison und vieles verbessert. Es wird also erstmals einen Sandstrand im Paulsdorf geben mit karibischen Strohschirm, wenn man es so nennen will. Wir haben Sicherheitsboxen eingeführt, wo die Leute ihre Wertsachen einschließen können. Wir bauen einen neuen Grillplatz im Paulsdorf. Wir werden eine weitere Wasserattraktion dazu bekommen. Es wird ein neuer Bootssteg in Malder entstehen, der ist gerade im Bau, also wo die Boote dann wirklich direkt in der Talsperre Malder liegen, schon optisch und auch für die Kunden besser zugänglich. Also viele, viele Dinge mehr. Es wird wieder eine schöne Saison an der Talsperre Malder. Ich hoffe, die Entwicklung setzt sich so positiv fort und ich danke Ihnen für das Gespräch. Wir danken auch. Wir danken.